Alof hat die Vampire mal ein bisschen im Zaum. So ist gut. Hier lieber den Vampir Alof. Idea. Nutzt mal neue Kraft. Jedenfalls eine davon. So, dir, du ebenso. Ichisa, du kannst ruhig helfen. Du kannst Fenrir wiederbeleben. Der hau sie um. Der hau sie besser noch mal um. Oder versuch's wenigstens. Xoti heil. Ich hätte Xoti im Kampf draußen übrigens ihren Krieger beschwören lassen sollen. Etwas, um das hier zu öffnen. Happy to oblige. So, eine Falle hier. Eine merkwürdige, vielseitige Sammlung von Büchern zu Themen der Metallurgie bis hin zur Botanik. Nein, ich möchte die Falle nicht auslösen. Hier muss man wirklich wieder ein Kittesdiebes herhalten. Ich habe aber ja ein paar gekauft. Das ist es nicht. Das ist das Kit des Diebes. Und ja, die Rufhörner hätte ich auch benutzen können. Ich muss ein bisschen mehr auf mein Inventar achten, was ich so besitze. Of course. Rat der Lehre. Hätten wir jetzt Palegina dabei, wäre das ein sehr schöner Gegenstand. I'm here. Absolutely. Ja, hier experimentiert definitiv jemand mit Toten rum. Wenn ich Pech habe, stehen die vier nachher gleich auf und greifen mich an. Ach du meine Güte. I don't struggle. I'll fill your head with sweet dreams. Herr Alof, du greifst weiter den Runenmeister an. Und wir verstricken hier. Fenris stellt sich mal tot. Huh.
Okay, so wie es aussieht, ist Runenmeister Castor schon tot. Ja, und eiserne Konstrukte, die sind nervig, aber es nimmt wenigstens mehr Schaden. Und es kann sich gerade nicht wehren. Oh, aber da kann Idea ja mal den Angriff benutzen. Und Xoti. Lass mal eine Säule drauf fallen. Okay, das Konstrukt ist down. Hat einen bösen Klingenarm gehabt übrigens. So, Fläschchen Vampirblut und ein paar andere Sachen. Was hast du hier noch auf deinem Tisch? Eine Flasche Rum. Ja, jedem das Seine, ganz ehrlich. Das war jetzt das Laboratorium. Na, bin ich mal gespannt, was uns dann hinter dieser Tür noch erwartet. Ja. Ja, die Krypta im zerstörten Riff untersuchen. Durch meine Nachforschung konnte ich einen Weg ausfindig machen, der entlang des Vorgebirges nach oben führt. Es ist wenig einladend, aber ich schätze, dass ich dort ein paar Antworten finden kann. Ja, dadurch kann ich zum leuchtenden Vorsprung hoch. Okay, wenig groß. Ich habe die Spitze des Wachturms erreicht. Wenn ich die Zukunft des zerschmetterten Riffs mitbestimmen will, muss ich mich wohl um seinen aktuellen Anführer kümmern. Ja. Hier ist auf jeden Fall jede Menge Blut. Ein Vampir ist dort. Ein Vampir ist dort. Ich kann auch einfach wieder gehen. Mhm. Hm? I'd be glad to. Happily. Ich kann sie einfach bestehlen. Ich finde auch lustig, wie sie redselig sind. Eine Kugel schwebt vor dir. Sie wippt unter der Kraft ihrer eigenen Zauberkraft. Touch that, Imoro, and I will split your head like a rotten gourd. Wenn du das anfasst, Amiro, spalte ich deinen Kopf wie einen verfaulten Kürbis. Na gut, es sein lassen. Yeah, I got it. I'm here. Indeed. Guter Gambason und ein paar andere Sachen. I'm here. Okay, dann würde ich sagen, stellen wir uns mal offen vor. Im Gegensatz zu den zahlreichen Gefäßen, die du in der Krypta gesehen hast, scheint der in eine Robe gehüllte Mann auf dem nahen Thron durch und durch am Leben zu sein. Nur die Totenblässe seiner Haut und der kaum erträgliche Verwesungsgeruch lassen das Gegenteil vermuten. Sein Erfolger trommelt mit einem gleichmäßigen Rhythmus auf dem dicken, abgenutzten Zauberbuch, das er trägt. When my hunters informed me that there was a disturbance in the crypt, I looked out over the water, and there it was, a sail, a ship.
for that instant, it was as if my heart skipped a beat. Als mich meine Jäger über eine Störung in der Krypta zur Kenntnis setzten, sah ich auf das Wasser hinaus. Und da war es. Ein Segel. Ein Schiff. In diesem Moment schien mein Herz kurzzeitig stillzustehen. You can appreciate the irony there, perhaps. I must assume, of course, that you have escaped from someone's dinner plate. Vielleicht findest du die Ironie lustig. Natürlich muss ich davon ausgehen, dass du jemandem vom Teller gesprungen bist. Bist du Mensago? Ich will mich beim Koch beschweren. Lach nur, solange du doch kannst, Monster. Ich will mich beim Koch beschweren. Ha, Belfetto. Ach, someone will pay for this, I can assure you. Ha, Belfetto, ach, jemand wird dafür bezahlen, das kann ich dir versichern. Decades of work, undone by a nazenale. I have few hobbies with which to fill these long hours, and now I am denied even this. Jahrzehntelange Arbeit zunichte gemacht von einem Nasenala, also eine neugierige Person. Ich habe nur wenige Hobbys, mit denen ich mir die Zeit vertreiben kann, und jetzt werden sogar die mir noch genommen. I, who was second in command to the great captain Lucia Rivan. Ach, until the day came that I was charged to perch here and maintain her forces until she should call upon me again. A century of waiting while she sailed freely upon the sea. Ecco sì. But why not enjoy my stay? Ich im Rang nur unter der großen Kapitänin Lucia Rivan. Bis der Tag kam, an dem mir aufgetragen wurde, hier zu sitzen und ihre Truppen aufrechtzuerhalten, bis sie mich eines Tages wieder brauchen würde. Ein Jahrhundert des Wartens, während sie nach Belim über die Meere segelte. Ecosi, aber warum sollte ich meinen Aufenthalt nicht genießen? I have crafted my own little empire. Do not think I have forgotten my duty. I gave dear Rivan a part in my little mythology. Our glorious founder. But it is my little paradise, and you have no part in it, but that of livestock. Ich habe mir mein eigenes kleines Reich erschaffen. Glaube nicht, dass ich meine Pflicht vergessen hätte. Ich gab der werten Rivan eine Rolle in meiner kleinen Mythologie, unsere glorreiche Gründerin. Aber es ist mein kleines Paradies, und du kannst hier keine andere Rolle als die des Schlacht... Du spielst hier keine andere Rolle als die des Schlachtwies. Du hast hier keine andere Rolle. Du bist also für den Zauber verantwortlich, der auf diesen Leuten liegt? In part, I set my best people to the task. You may have met them on your way here, briefly. Teilweise, ich habe meine besten Leute darauf angesetzt. Du hast sie möglicherweise auf deinem Weg hierher getroffen. Kurz. It took some time to perfect the illusion that holds Splintered Reef together. A spell of enormous power, requiring a focus. The sphere, just there. Es hat eine ganze Weile gedauert, die Illusion, die das zersplitterte Riff zusammenhält, zu perfektionieren. Ein Zauber von enormer Kraft, der einen Fokus benötigt. Die Kugel dort. Mit einer beiläufigen Handbewegung zeigt er auf die Kugel aus Energie am Fuß der Stufen. You may have cost me valuable allies, but we have all of us been here a long time. I have others at my command. I need only summon them. Du magst mich wertvolle Verbündete gekostet haben, aber wir alle sind schon sehr lange hier. Es gibt doch genug andere, die meinen Befehlen gehorchen. Ich muss sie nur rufen. Warte, wir könnten einander helfen. Ich könnte eine untote Armee gebrauchen, angreifen. Ich werde dich und deine geistesgestörten Lakaien bis auf den letzten Mann töten. Genug geschwätzt. Das scheint mir unnötig. Warum lässt du ihnen überhaupt ihren Verstand? Ach, true. I began with different ambitions. Lucia Rivan desired an army to aid in her conquest. An army that would not succumb to injury or disease. Easy to say, but what to do with them all when they start to rot? Ach, fürwahr. Anfangs hatte ich andere Ambitionen. Lucia Rivan verlangte nach einer Armee für ihre Eroberungen. Eine Armee, die nicht durch Verletzung oder Krankheit dezimiert werden würde. Das klingt ja gut, aber was soll man mit ihnen anstellen, wenn sie anfangen zu verrotten? Hard for any man to keep his senses when he begins to see the inside of his face. And so, my advisors devised a means by which to make these wretches unaware of their sorry fate. Es ist für jeden schwierig, nicht den Verstand zu verlieren, wenn man das Innere seines Gesichts zu sehen beginnt. Daher haben meine Berater einen Weg entwickelt, um diesen armen Schluckern die Selbsterkenntnis zu ersparen. Versuchen wir es mal mit Warten.
You will help as it stands. I have always found dwarven blood very invigorating. Unsinn, du wirst mir so oder so helfen. Die Zwergenblut schon immer sehr belebend. Captain, I just wanted to say, I enjoy these little moments where we negotiate with things that can eat us. Captain, ich wollte nur mal sagen, dass ich diese kleinen Momente liebe, in denen wir mit Dingen verhandeln, die uns fressen können. But per complanca, feel free to make your case. Ich schlage einen gerechten Handel vor. Ich brauche Verbündete, du brauchst lebende Essenz. Nein. Es kann nicht einfach sein, auf einer Insel autark zu leben. Ich bin der Herold von Berat, das muss doch etwas zählen.